Hallo zusammen. Habt ihr euch schon einmal mit unseren Steuern in Deutschland auseinandergesetzt? Alle Steuerarten gemeinsam haben dem Staat im Jahr 2016 etwa 488 Milliarden Euro eingebracht. Die stärkste Kraft ist hierbei die umgangssprachlich auch gern als Mehrwertsteuer bezeichnete Umsatzsteuer. Allein 2016 waren das schon 203 Milliarden Euro. Aber auch die Lohnsteuer sowie die Einkommen- und die Gewerbesteuer haben einen großen Anteil an den Steuereinnahmen. Der ganze Rest sind Körperschaftssteuer, Erbschaftssteuer, Biersteuer, Abgeltungssteuer, Hundesteuer, Weinschaumsteuer. Wenn wir nun die Umsatzsteuer betrachten, müssen wir zuerst zwischen dem Unternehmer, Herr Schulz, und der Endverbraucherin, Frau Meier, unterscheiden. Herr Schulz handelt mit Schreibwaren aller Art. Bei dem Einkauf dieser Waren hat er Steuerausgaben. Das stellt seine Vorsteuer dar. Auf der anderen Seite nimmt er bei dem Verkauf seiner Produkte von dem Verkäufer Umsatzsteuer ein. Monatlich muss er seine Vorsteuer- und Umsatzsteuerbeträge zusammenrechnen. Dadurch ergibt sich die Summe, die Herr Schulz dem Finanzamt geben muss. Somit stellt er sein Gleichgewicht auf der Steuerwaage wieder her und die Steuer ist für ihn nur ein durchlaufender Posten. Anders jedoch bei der privaten Käuferin der Schreibwaren, Frau Meier. Diese sieht die Mehrwertsteuer auf ihrem Kassenzettel und bezahlt sie gleich mit. Jedoch kann sie diese nirgendwo zurückfordern, denn sie trägt die komplette Steuerlast. Doch nicht jeder Steuersatz ist gleich. In Deutschland gibt es drei verschiedene Sätze. 0% fallen etwa bei Privatpersonen wie Frau Meier an, wenn sie ihren gebrauchten Fernseher oder ihre Klamotten auf einem Flohmarkt kauft oder verkauft. Ebenso sind Arztleistungen von jeglicher Steuer befreit. Die Dienstleistungen eines Kleinunternehmers sind steuerfrei und falls ihr hierzu mehr lernen wollt, schaut doch einfach bei dem Videoclip zu dieser Regelung rein. Doch wir wollen uns hier auf die Unterscheidung zwischen ermäßigten und normalen Steuersatz konzentrieren. Grundsätzlich werden auf alle Produkte 19% Mehrwertsteuer erhoben. Doch beispielsweise werden Grundnahrungsmittel, Wasser und Zeitung nur mit 7% besteuert. Natürlich gibt es im Land der Paragraphen viele Ausnahmeregelungen. Zum Beispiel, wusstet ihr, dass es einen Grund gibt, warum ihr etwa bei McDonald's gefragt werdet, ob ihr den Kaffee to go haben wollt? Denn Essen und Getränke, die wir Endverbraucher mitnehmen, werden mit nur 7% besteuert. Hingegen müssen Restaurants und Cafés 19% abrechnen, wenn wir uns dazu entscheiden, das Gekaufte vor Ort zu verzehren. Der Preis für den Verbraucher bleibt natürlich gleich. Aber vielleicht schaut ihr das nächste Mal genauer auf eure Quittung. Zeitschriften können ebenfalls von dem ermäßigten Steuersatz in den normalen Steuersatz von 19% rutschen. Denn sobald eine CD als nette Kleinigkeit inne liegt, sind die 7% AD. Gedruckte Bücher werden als Kulturgut eingestuft und somit ebenfalls mit nur 7% besteuert. Ganz anders bei E-Books. Trotz des gleichen Inhalts müssen hier nämlich 19% erhoben werden. Eine weitere interessante Regelung ist dem deutschen Staat vor ein paar Jahren zu der Abrechnung von Hotelleistungen eingefallen. Wenn ihr beim nächsten Urlaub genauer hinschaut, findet ihr bei der Hotelrechnung unterschiedliche Steuersätze aufgeführt. Auf der einen Seite werden Übernachtungen mit 7% besteuert, doch Frühstück, Halbpension oder die Bereitstellung von WLAN werden andererseits mit 19% abgerechnet. Außerdem gibt es noch die Kurtaxe, die steuerfrei behandelt wird. Kurtaxe, auch wieder ein anderer Clip. Alles klar im Steuerdschungel? Wir hoffen, ihr habt einen kurzen Einblick bekommen.